Schwester Luisa nimmt jetzt auf der Kinderstation Fiona und ihre Mutter Linda in Empfang. Die 14-Jährige wurde vom Kinderarzt überwiesen. Die Fiona ist in letzter Zeit total abgeschlagen, also schon länger. Ihr ist wirklich, sie schläft kaum noch, sie wird immer blasser von Tag zu Tag und öfters ist ihr auch mal übel. Und wir waren jetzt halt schon bei verschiedenen Ärzten und der Kinderarzt hat jetzt gemeint, wir sollten mal zu Ihnen kommen und das Ganze abchecken lassen. Mhm. Fiona kam wegen schon länger anhaltender Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit und Schlafstörungen zur stationären Abklärung. Das sind ja erstmal relativ unspezifische Symptome, aber gerade wenn solche Symptome länger anhalten, sollte man die nicht auf die leichte Schulter nehmen und schon eben auch ausführlich untersuchen. Und in der Tat hat sich ja dann auch herausgestellt, dass die Sorge der Mutter absolut berechtigt war. Okay, gut. Seit wann geht dir das so? Seit wann bist du so schlapp? Seit ungefähr 5 bis 6 Monaten. Okay, und was, erzähl mir doch mal, was hast du für Beschwerden? Also Kopfschmerzen oben rechts überm Auge. Hauptsächlich, ja? Ja, und nur meine Mutter macht sich viel zu viele Sorgen. Fiona, ich bin deine Mutter, ja, aber dir geht's doch wirklich schlecht. Guck dich doch mal an. Du also bist total blass. Ja, sie hat aber zusätzlich zu den Kopfschmerzen auch noch andere Symptome. Also sie ist sie übergibt sich auch öfters mal, ja, und sie schläft überhaupt nicht mehr, ja. Schlafstörungen sind eindeutig dabei. Umso weniger sie schläft, habe ich das Gefühl, umso zickiger wird sie auch krank. Okay, das ist auch eine Veränderung, also so Persönlichkeitsveränderung. Das gut, der Ultraschall hatte der Kollege ja schon gemacht, vom Bauch wegen der Übelkeit, ne? Ja. Laborwerte waren ja soweit erstmal unauffällig. Aber ich denke auch, das ist auf jeden Fall sinnvoll, jetzt da eine Kernspinnuntersuchung zu machen, um das weiter abzuklären. Ich möchte dich aber auch einmal noch mal gerade anschauen. Im Gegensatz zu ihrer Mutter war die Fiona überhaupt nicht besorgt um sich selber. Wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht hier sein, wirkte eher etwas genervt, vor allen Dingen aber genervt von ihrer Mutter. Schatz, guck mal, magst du nicht mal den Ben schnell anrufen? Nein. Was hast du denn? Aber du musst ihm doch sagen, dass du hier bist. Thomas, schau doch mal, wie ich gerade aussehe. Wer ist denn Ben? Ach, Schatz. Ein Freund. Mhm. Ben ist dein Freund, das kannst du ruhig sagen. Mein Gott, du bist 14, da kann man das zugeben, dass man einen Freund hat. Nein, Mama, ich möchte jetzt nicht. Schau doch mal, wie ich aussehe. Ja, aber Schatz, du siehst doch fantastisch aus. Du bist total hübsch. Was willst du denn? Was ist denn los mit dir? Hm? Muss ich nicht so... Lass es, Mama, bitte. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wirkt auf die Kinderärztin äußerst angespannt. Dr. Magda Kauderbach möchte in einem Gespräch mit Linda mehr darüber erfahren. Denn die Stimmung der Schülerin könnte auch ein Symptom sein. Ja, also Sie machen sich schon Sorgen, ne? Das ist ja, Sie müssen sich das vorstellen. Wir haben ein ganz inniges Verhältnis normalerweise. Und jetzt, also erst fing das an mit den Schlafstörungen und jetzt seit kurzer Zeit ist sie also so abweisend. Ja. Wir waren halt wirklich immer ganz, ganz eng und ich verstehe das überhaupt nicht. Die Mutter hat mir ja dann unter 4 Augen nochmal mitgeteilt, dass sie eben wirklich einfach eine Verhaltensänderung bei Fiona festgestellt hat. Sie war von einem Tag auf den anderen ganz anders. Das kann natürlich immer alles auch durch die Pubertät bedingt sein, kann psychosomatische Gründe haben, kann aber auch ganz ernsthafte Ursachen haben. Und nach der Magnetresonanztomographie wird sich leider zeigen, dass nicht die Pubertät die Ursache für Fionas Kopfschmerzen ist. Zuerst muss Linda aber erfahren, dass ihre Tochter Geheimnisse vor ihrer Mutter hat. Was ist los? Irgendwas ist da doch. Meine Mutter, die denkt nur an sich selbst und die soll mich einfach in Ruhe lassen. Ach Quatsch, guck mal, die macht sich echt Gedanken. Ich habe das vorhin schon gemerkt. Da ist ja gar keine gute Stimmung. Glaube ich nicht. Bist du so genervt von ihr? Ja. Okay. Ich glaube, da kommt sie auch schon. Ich habe gerade mit Ben gesprochen. Was ist denn da los? Du hast was? Hast du mit Ben telefoniert? Ja, er hat mich angerufen. Warum erzählst du mir nicht, dass ihr seit 3... Mama, warum mischst du dich da ein? Das ist eine Sache zwischen mir und Ben. Entschuldigung, Ben hat mich angerufen. Er hat dich angerufen. Ja, natürlich hat er mich angerufen, weil er dich nicht erreicht hat. Ja, warum das erzählst Letzte. Du mir nicht, dass ihr seit 3 Tagen nicht mehr zusammen seid? Warum nicht kommst du mehr nicht an, zu Mama. Mir? Ich bin deine Mutter, mich geht das schon was an. Was soll das? Fiona, was ist los mit dir? Hallo. Hallo. Ja. Das stellen wir jetzt einmal zurück. Fiona. Ja, so, ich habe jetzt die Befunde des Kernschnitts bekommen. Ja. Ich will Ihnen das ganz gerne mal zeigen.
Natürlich wollte die Frau Krämer erfahren von ihrer Tochter, was da los ist, weshalb sie sich getrennt hat von ihrem Freund. Das ist ja etwas, was man als Mutter überhaupt nicht verstehen kann, wenn das so von heute auf morgen kommt. Leider musste das dann erst mal warten, weil die Ärztin kam und ein paar schlechte Neuigkeiten hatte. Ja, also wir haben ja das Gehirn jetzt eben untersucht. Ne? Da können Sie auch einmal schauen und man sieht hier eindeutig, dass sich da eine Raumforderung zeigt. Und das ist hier in der Aufnahme im Grunde auch ganz klein da zu sehen. Also ist eben kein unauffälliges Kernspinnen leider, sondern es ist eben schon ein Befund zu sehen, eine Raumforderung im Gehirn. Die Mutter war natürlich verständlicherweise total geschockt, als ich ihr von einer Raumforderung im Gehirn berichtet habe. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es war mir natürlich auch sehr wichtig, ihr mitzuteilen, dass es halt auch gutartige Raumforderungen gibt und dass wir da erstmal guter Hoffnung sein konnten. Allerdings genau weiß man es nie und ich war natürlich selber auch sehr beunruhigt. Ah, ist das ein Tumor? Also es ist ein Tumor, es ist eine Raumforderung, aber das bedeutet ja nicht Ach, nee, was Bösartiges. Pass auf, ich zeig dir das auch einmal. Warte mal. Guck mal, wir haben ja die Untersuchung gemacht und da haben wir eben festgestellt, dass es hier im Gehirn, das ist im Bereich der Zirbeldrüse, das ist ein wichtiger Bereich im Gehirn und da ist bei dir ein kleiner Tumor. Ein Tumor, das bedeutet aber nicht bösartig oder gutartig, das kann man gar nicht sagen. Aber das macht diese Symptome jetzt. Ne? Das kann eben diese Abgeschlagenheit, die Kopfschmerzen, die Schlafstörung besonders auch, weil in diesem Bereich des Gehirns wird das Schlafhormon gebildet. Und wenn das Schlafhormon nicht richtig gut gebildet werden kann, dann kannst du eben nicht gut schlafen. Und wenn das weiter wächst, wenn man das nicht entfernt, dann kann es später auch zu Gedächtnisstörungen kommen. Es kann zu Gangstörungen kommen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir auch jetzt kurzfristig operativ daran gehen. Gerade als dann dieses Wort Tumor im Raum stand, galt es ja eigentlich, dass die beiden zusammenhalten, also Mutter und Tochter, denn das ist ja eine furchtbare Zeit. Leider war das aber ganz das Gegenteil. Ja. Wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn sie ein paar Klamotten holen gehen, ne? Okay, ja, ich hol dir ein paar Sachen. Bleib erstmal stationär. Musst du nicht, Mama. Kannst auch zu Hause bleiben. Ich bin kein Baby mehr. Doch, Schatz, du bist mein Kind und das wirst du immer sein. Die Wartezeit bis zur OP ist hart für Linda. Denn ihre Tochter hält die 38-Jährige immer noch auf Abstand. Nach einer Reihe von notwendigen Voruntersuchungen kann eine Woche später der Eingriff stattfinden. Im Einleitungsraum wird erneut deutlich, dass die Beziehung zwischen Fiona und ihrer Mutter tatsächlich schwer geschädigt ist. Jetzt gleich kommt auch der Anästhesist, der mit dir gesprochen hat, und dann schickt er dich ins Land der Träume. Ich habe einfach niemanden mehr. Wieso hast du einfach niemanden mehr? Ich habe mit meiner Mama nur Streit, ich habe keinen Freund mehr. Und ich wollte schon sagen, du kommst mir hier gerade sehr nachdenklich vor. Ich wollte schon fragen, ob du Angst hast wegen der OP, aber wahrscheinlich belastet dich da was anderes. Aber deine Mama, die ist doch da. Die ist auch da, wenn Nein, du gleich wach bist. Nein, sie verstehen das nicht. Meine Mama ist das Problem. Als Fiona dann erzählt hatte, dass sie keinen mehr hat, der sich um sie kümmert und dass sie ganz alleine dasteht, war ich schon sehr erschrocken. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ihre Mutter da eine große Rolle beispielt. Hast du mit deiner Mama mal darüber gesprochen, oder? Nein, ich möchte auch nicht mehr darüber sprechen. Fiona, du machst dir aber jetzt echt Gedanken. Bist du so ein hübsches, junges Mädchen? Und was machst du dir hier so Gedanken darüber? Ich bin kein hübsches Mädchen, meine Mama ist hübsch. Ach Quatsch, du bist mindestens genauso hübsch wie deine Mama. Du musst jetzt versuchen, dass du ein bisschen positiver jetzt bist. Ne? Weil jetzt machen wir ja die OP, die wirst du jetzt auch schnell und gut hinter dich bringen. Wir passen alle auf dich auf, aber vielleicht denken wir jetzt an was Schönes. Und ja, ich möchte auch nur, dass der Tumor schnell aus meinem Kopf kommt. Genau. Und das gelingt den Ärzten während der OP erfolgreich. 3 Tage später geht es Fiona schon besser. Noch ist nicht klar, ob der Tumor bös oder gutartig ist. Die Ungewissheit zerrt an der eh schon gestörten Mutter-Tochter-Beziehung. Und Linda wird gleich von der Schülerin erneut negativ überrascht. Hallo Schatz, ich hab dir neue Hupsa, was ist denn mit dir passiert? Ich hab mich nur ein wenig geschminkt. Okay. Ein wenig ist gut. Wo hast du denn die Sachen her? Hat meine beste Freundin Lili mir mitgebracht. Okay, zeig mal. Okay. Okay, Fiona, aber warum schminkst du dich hier? Das hast du doch überhaupt nicht nötig. Sonst bin ich doch sowieso nur hässlich.
Wie kommst du auf den Blödsinn, Schatz? Kannst du mir das mal sagen? Warum meinst du, dass du hässlich bist? Hm? Ja, weil du doch so hübsch bist. Ich bin hübsch? Ey, du bist ein 14-jähriges Mädchen. Du bist wunderschön, ja? Ich bin deine Mama. Ich meine, ich finde es schön, dass du mich schön findest, ja? Aber du bist doch tausendmal schöner. Erstmal habe ich mich gewundert, warum schminkt man sich so und so extrem? Die Erklärung dann von Fiona, dass sie sich damit hübscher machen möchte, weil sie sich selber hässlich findet, fand ich ganz, ganz traurig und wusste auch erst gar nicht, was ich sagen soll. Wie kommst du da drauf kommen? Sag mal, du bist die ganze Zeit jetzt so komisch gewesen, ja? Wir haben hier ein Riesending, ja? Du lehnst mich total ab. Ich verstehe dich nicht mehr. Tacheles. Mama, du bist an der ganzen Sache schuld, dass ich nicht mehr mit Ben zusammen bin. Ich? Ja, ich habe ihn neulich erwischt, wie er dich beim Umziehen beobachtet hat. Und das wolltest du doch alles so. Das war auch geplant. Sag mal, das ist ein Kind. Ja, aber das ist dein Freund. Wie kommst du auf diesen Blödsinn? Und wieso hat er mich beim Umziehen gesehen? Also, ja, das wolltest du doch, Mama. Ja, hundertprozentig wollte ich nicht, dass mir ein Kind dabei zuguckt, wie ich mich umziehe. Schatz, jetzt ganz ehrlich, wie kommst du auf diesen Blödsinn? Das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Das verstehe ich nicht. Ja, aber du behandelst ihn so gut und dann... Ja, warum behandle ich den gut? Schatz, das ist dein Freund. Willst du, dass ich zu deinem Freund blöd bin? Ist doch normal, dass die Mama nett ist zum neuen Freund. Ja, das ist wie mein... Guck mal, wenn ihr zusammenbleibt, dann... Das ist, als ob das denn dein... Also, dein Freund, aber für mich ist das, als ob ich einen Sohn dazu bekommen hätte. Schatz. Du bist doch wirklich schön. Und... Das brauchst du wirklich nicht. Also... Die ganze Schminksache, du bist 14, das brauchst du wirklich nicht. Du bist wirklich super hübsch. Und wenn du unbedingt, ja, mal ins Schminktöpfchen greifen willst, dann zeige ich dir vielleicht, wenn du magst, ja, wie man das macht, ohne dass man sieht. Wirklich? Klar. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die beiden ihr Kriegsball begraben konnten und ja, dem jetzt nichts mehr entgegensteht, dass sie sich gegenseitig schöne Schminktipps geben und die Mama ihr so ein bisschen zeigt, wie es besser aussieht, wenn man es ganz dezent und vorsichtig macht mit der Schminke. Da kommt auch unsere Ärztin. Hallo. 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 Hallo Fiona. Hallo Frau Krieger. So, ich habe wirklich ganz tolle Nachrichten. Und zwar war der Tumor, die Gewebeprobe war positiv. Also es war kein bösartiger Befund, sondern ein gutartiger Befund. Da sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden. Und konnte auch soweit im Ganzen entnommen werden. Das heißt, das ist also eigentlich das Beste, was wir uns vorstellen konnten. Das freut mich. Die Raumforderung war zum Glück gutartig. Das heißt, wir konnten keinerlei bösartige Zellen feststellen. Es war also kein Krebs. Der Neurochirurg konnte die Raumforderung problemlos entfernen. Das heißt, an sich ist es zu erwarten, dass Fiona sich hundertprozentig wieder erholen wird. Die Schlafstörungen sollten nach einer gewissen Zeit verschwinden. Bis dahin muss sie noch Melatonin-Tabletten einnehmen und eine Reha-Maßnahme ist auch absolut erforderlich. Langfristig gesehen sollte Fiona wieder absolut gesund werden. Fiona konnte eine Woche später wieder entlassen werden. Nach einer Reha hat die Schülerin keine Kopfschmerzen mehr und auch die Schlafstörungen sind verschwunden. Das Verhältnis von Mutter und Tochter hat sich deutlich gebessert.